Interviews sind am schönsten, wenn man gewonnen hat. Ich habe hier eine glückliche Nisi neben mir. Heute auch MVP geworden. Dein Fazit zum Spiel? Ja, erstmal bin ich froh, dass wir gewonnen haben, dass wir auch 3-0 gewinnen konnten, weil wir doch recht häufig doch mal ins Hintertreffen geraten sind. Aber freut mich zu sehen, dass wir die Rückstände aufholen können und dass wir das dann doch geschafft haben. Wie schwer ist es, nach dem schweren Spiel am Donnerstag dann wieder in die Spur zu finden? Gerade der erste Satz war hart umkämpft. Ja, also ich glaube, heute hat man wirklich gemerkt und gesehen, dass zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden doch ganz schön anstrengend sind. Und ja, haben wir uns durchgebissen. Und ja, es war ein ganz anderes Spiel als gegen Juschny. Juschny hat sehr hoch gespielt. Heute Suhl hat probiert, sehr schnell zu spielen, hat eine echt gute Annahme. Wir haben ein bisschen wenig Druck im Aufschlag gemacht teilweise und deswegen sind sie dann doch ein gutes Spiel gekommen. Und ja, wir haben es. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Mittwoch geht es ja dann schon weiter gegen Potsdam. Morgen frei oder wie sieht der Plan morgen aus? Morgen ist frei, genau. Und den weiteren Plan weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich gehe davon aus, dass wir Montag zweimal trainieren und uns dann am Mittwoch nach Potsdam bewegen. Und wie geht das Spiel aus am Mittwoch gegen Potsdam? Hauptsache Sieg. Sehr gut. Wir verabschieden uns. Schönen Abend euch. Tschüss. Ciao, ciao.